Meine Damen, meine Herren, Herr Präsident, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wo ist er? Ach, da hinten steht er. Herr Nückel, ich weiß nicht, wo Sie vorhin waren, als Sie ausgeführt haben, offensichtlich auf dem besagten Trümmerfeld, von dem Sie gerade gesprochen haben, denn anders lassen sich Ihre, Klammer auf, wirren, Klammer zu, Ausführungen nicht erklären. Ich würde Ihnen, Herr Nückel, mal empfehlen, sich mit dieser Vorlage etwas auseinanderzusetzen und sich mal die Zahlen zu vergegenwärtigen, die Gegenstand dieser Vorlage sind. Ralf Jäger, unser Innenminister, hat dazu gerade einiges gesagt. Wir sprechen von einer verteilbaren Finanzausmaßmasse von 9,98 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 370 Millionen. Das ist nicht nur den sprudelnden Steuereinnahmen geschuldet, sondern auch, weil wir, wie in früheren Jahren, das haben Sie nicht gemacht in Ihrer Regierungszeit, die Grunderwerbsteuer einbezogen haben, aber auch die entsprechende Befrachtung, die Sie seinerzeit vorgenommen haben, wieder mit einbezogen haben, beziehungsweise hier entsprechend kompensiert haben. Alleine das macht in diesem Jahr 410 Millionen Euro mehr aus. Und wenn sich diese beiden Faktoren, Einbeziehung Grunderwerbsteuer plus Herausnahme der schwarz-gelben Befrachtungen seit 2010 aufaddieren bis 2016, sind das alleine 2,2 Milliarden Euro zusätzliche Gelder, die wir über den kommunalen Finanzausgleich den Kommunen zugutekommen lassen. Damit ist aber noch längst nicht die Messe gelesen. Das Thema Stärkungspakt Stadtfinanzen. Selbstverständlich kann man sich darüber klagen, inwieweit man strukturstarke Gemeinden zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen heranzieht. Aber Sie sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass 70% der Gelder, die wir dort einspeisen, insgesamt 5,76 Milliarden Euro, dass 70% dieser Gelder, sprich 4 Milliarden Euro, originär aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Und das unterscheidet uns von der damals abgewählten schwarz-gelben Landesregierung. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Und wenn Sie Vergleiche anstellen, dann sollten Sie aber auch noch mal das eine oder andere dazu erläutern. Ich will das gerne an dieser Stelle machen. Die Entwicklung der Kassenkredite, wie sie hier vorgetragen worden ist, ist ohne Zweifel eine, die uns mit Besorgnis erfüllt. Ohne Zweifel. Essen. Mehr Kassenkredite als die Kommunen in den Bundesländern Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg zusammen, und zwar um den Faktor 3 mehr als die drei genannten Bundesländer. Aber worauf ist das zurückzuführen? Wenn Sie mit den Beteiligten sprechen, zum Beispiel mit dem Kämmerer der Stadt Bottrop, Stärkungsparkkommune, die sagen Ihnen, das, was wir an Konsolidierungserfolgen erreicht haben, wird beispielsweise aufgefressen durch die Mehraufwendungen, die wir haben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung. Wo ist dann die Bundesregierung, die in diesem Zusammenhang sich ihrer Verantwortung stellt und ihren Teil zur Bewältigung der Kosten im Zusammenhang mit dem Zustrom von Asylsuchenden und Flüchtlingen auch trägt? Sie ist nicht gegeben. Wir haben seinerzeit deutlich gemacht, dass wir erhebliche Mehraufwendungen haben, beispielsweise im Bereich der Eingliederungshilfen. Mehr als 200, 250 Millionen Euro, je nachdem, welches Jahr Sie zugrunde legen, Kostenanstieg bei den beiden Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe bzw. Rheinland, finanziert über entsprechende Umlagen zulasten der Kommunen. Wo ist das Eingliederungsgesetz mit Kostenentlastungen von 5 Milliarden Euro, die da wortreich vor früheren Jahren mal angesprochen worden sind? Bis heute gibt es keinen entsprechenden Entwurf. Man vertröstet uns auf 2018. Anderes Thema. Und wir beschäftigen uns nicht nur seit wenigen Jahren mit dem Thema der kommunalen Finanzsituation. Gewerbesteuer und deren Schwankungen. Schauen Sie sich mal an, wie hoch die Einnahmen der Stadt Essen zum Thema Gewerbesteuer in früheren Jahren waren im Vergleich zu heute. Regelrecht abgestürzt. Warum? Bezogen auf das Thema Gewerbesteueraufkommen, das fokussiert sich nur noch auf wenige Unternehmungen. Wer hat seinerzeit in diesem Zusammenhang eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen gefordert? Die Einbeziehung von Freiberuflern, die Einbeziehung von Architekten, Ingenieuren, Ärzten. Das waren Grüne. Wo war die FDP? Hat sich dagegen ausgesprochen. Sie wollten das nicht. Sie haben seinerzeit das mit Vehemenz abgelehnt und dafür Sorge getragen, dass wir im Rahmen
einer entsprechenden Reform der Gewerbesteuer hier keinen einzigen Schritt weitergekommen sind. Kosten der Unterkunft. Wir haben einen stetigen Anstieg an Ausgaben im Bereich Kosten der Unterkunft oder anders formuliert Finanzierung der Arbeitslosigkeit der Arbeitslosen im Bereich des Arbeitslosengeldes II. Stetigen Anstieg. Wer ist nicht bereit, in diesem Zusammenhang einen größeren Beitrag zu leisten? Die Bundesregierung. Und wir als Land, das ist ja Ihre Aussage, sollen das sozusagen eins zu eins entsprechend ersetzen. Wir können das nicht. Alleine mit Blick auf die Haushaltsdebatte, die wir heute gehabt haben und mit Blick auf das, was wir momentan da an Neuverschuldung haben und welchen Entschuldungspfad wir in diesem Zusammenhang auch zu Recht eingehen wollen. Sie reden davon, und da greife ich auch gerne die Ausführung von Herrn Nettelstroth auf, der Verbundsatz von 23%, der muss angehoben werden. Ich würde mich freuen, wenn uns das gelingen würde. Man muss aber auch sagen, 1% Anhebung Verbundsatz kostet etwa 500 Millionen Euro. Und wenn man Verhältnisse aus den 81er Jahren, 1981 heranziehen will, da hatten wir 28,5%, da greife ich auch die Worte von Michael Hübner auf, kostet uns das etwa bei 5,5% rund 3 Milliarden Euro. Da geben Sie auch eine Antwort, wie Sie das finanzieren wollen. Diese Antwort bleiben Sie schuldig. So, und jetzt gucken wir uns mal die Situation in anderen Bundesländern an. Da wird ja immer gesagt, die anderen Bundesländer machen das viel, viel besser als Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und schauen uns mal deren Verbundquoten an. Niedersachsen, 15,5%. Rheinland-Pfalz, 21%. Saarland, 20,6%. Sachsen-Anhalt, 18%. Schleswig-Holstein, 17,83%. Und Ihr Paradebeispiel, Bayern. Nicht bezogen auf die Frage, in welchem Umfang die Kommunen an dem Steueraufkommen beteiligt werden, ein Verbundsatz von 12,75% zugrunde. 12,75%. Und Herr Nückel, Herr Nettelstroth, Sie sollten zur Kenntnis nehmen, es gibt kein Bundesland, was bezogen auf die Frage der Verbundquote besser ist als Nordrhein-Westfalen mit 23%. Geiz. Und wenn wir uns den bayerischen Verhältnissen annehmen würden und würden die Verbundquote auf 12,75% absenken, dann würden wir eins zu eins mehr als 4 Milliarden Euro sparen und könnten uns dann, Ralf Jäger, ohne Probleme bezogen auf die Frage Mehraufwendung, Eingliederungshilfe eins zu eins übernehmen. Wir könnten die Mehraufwendung im Bereich der Flüchtlingshilfe übernehmen, eins zu eins. Das ganze Thema Inklusion können wir komplett abräumen. Aber letztendlich ist das nichts anderes als linke Tasche, rechte Tasche. Und ich würde Ihnen empfehlen, bezogen auf die Frage, wie ist das miteinander zu vergleichen, dann auch die richtigen Vergleichsmaßstäbe anzusetzen. Und wenn Sie dabei sind zu vergleichen, dann tun Sie mir einen Gefallen, schauen Sie sich mal den Bericht an, der jedes Jahr im Mai veröffentlicht, bezogen auf die Frage, welche zusätzlichen Aufwendungen in diesem Zusammenhang den Kommunen über diverse Landesprogramme noch zur Verfügung gestellt werden. Da sind wir nämlich bei weiteren 9,5 Milliarden Euro und das heißt in der Summe 10 Milliarden Euro Gemeindefinanzierungsgesetz plus Stärkungsplatz, Stärkungspakt Stadtfinanzen plus die verschiedenen Landesprogramme. Wir reden von mehr als 20 Milliarden Euro, die den Kommunen direkt oder indirekt über den Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Das sind rund 30%. Thema Hauptansatzstaffel. Wir haben da lang drüber diskutiert im Rahmen verschiedener Kommissionen. Wir haben Gutachten eingeholt, gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden. Selbst der Landesverfassungshof sagt, das bezogen auf die Frage, wie geht man da heran, dass eine richtige Herangehensweise ist, eine, die ist angemessen. Und dann könnte man ja sagen, naja, die NRW-Leute, die spielen mal wieder den eigenen Weg. Aber schauen wir uns mal an, wie sieht es in anderen Bundesländern aus. Und auch hier werden Sie feststellen, alle arbeiten mit dem Instrument der Hauptansatzstaffel. Und wenn Sie sich die Spreizung ansehen, in Nordrhein-Westfalen 100%, beziehungsweise bei 615.000 Einwohnern 139%, in Bayern liegt sie zwischen 112 bis 150%, Niedersachsen geht bis auf 180%, Sachsen bis auf 190%. Offensichtlich sind wir da auf einem guten Weg, wenn wir in ähnlicher Art und Weise das Thema der Verteilung der Kommunalfinanzen unter anderem abhängig machen von der Größe der Städte. Gleiche Thema beim Soziallastenansatz. Sie haben über Jahre hinweg es versäumt, hier in diesem Zusammenhang eine entsprechende Aktualisierung der Grunddaten vorzunehmen. Wir haben zu Recht, wie Sie ausgeführt haben, den Anstieg im Bereich der Sozialaufwendung. Das bildet sich auch entsprechend ab über einen entsprechenden Soziallastenansatz. Das komplett in Frage zu stellen, macht deutlich, dass Sie immer noch da sind, wo Sie
was Sie vorhin beschrieben haben, offensichtlich auf dem Trümmerfeld diverser Gedanken und nicht wissen, wie Sie damit umzugehen haben, spricht nicht ein und aus. Und insofern freuen wir uns auf die Debatte, die wir zu führen haben, in entsprechenden Ausschüssen, wie das Ganze ausgehen wird. Das kann ich Ihnen heute schon sagen. Wir werden an unserem Kurs, an einem kommunalfreundlichen Kurs festhalten. Und ich empfehle Ihnen, schauen Sie sich mal die entsprechenden Mitteilungen an, Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag, wie diese entsprechend bewertet werden. Und Sie finden da erhebliche Unterschiede zu der Herangehensweise, wie sie seinerzeit Schwarz-Gelb am Tag gelegt hat. Vielen Dank.